Wir müssen einfach auch ein bisschen hartnäckiger bleiben. Ich glaube, ich habe es viel zu früh aufgegeben. So, jetzt sind wir gleich da. Ups. So. Dann gucken wir mal. Da müssen wir hoch. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Da. Da ist ein Lift. So. Weswegen auch immer hier ein Lift steht. Ach, egal. Da muss ich hoch. Wie komme ich da hoch? So vielleicht. Verbunden zum Entsperren die Quelle finden. Gucken wir mal. Da oben. Er hat 75% Rabatt. Alles muss raus. Der Verlust der Besitzer ist der Gewinn. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Scheiße. Zurück. Gehen wir nochmal zu der. Da müssen wir hoch. Da ist eine Kamera. Da, entriegeln. So, es ist offen. Perfekt. Haha. So, dasselbe nochmal. Oder so. Ich hoffe, da gibt es jetzt nicht nochmal eine Nachexplosion. Wir hätten es auch einfach so... Naja. Wir haben es halt cooler gemacht. So, hackbarer CTOS-Turm. So, Fortschrittsbelohnung. Was haben wir bekommen? SMG 11. Toll. 13 CTOS-Türme gibt's. Sehenswürdigkeiten. Gibt's eine Trophäe für alle 100. Für 10 Audiologs bekommen wir eine D12. Nee, vier Audiologs sammeln, um die Schrotflinte D12 im Waffenrad freizuschalten. Was ist das hier? Privatsphäreneinbruch, einen Privatsphäreneinbruch beenden, das Fahrzeug Vespit 5.2 freizuschalten. Song Sneak. Brauchen wir alle 23 für sowas. Ein Skillpunkt haben wir wieder bekommen. Jetzt haben wir wieder 3 Stück. Was ist das hier? Transformatoren. Um Trafos zu überlaufen und eine große Explosion auszulösen. Hört sich cool an, aber ich glaube, das hier ist sogar ein bisschen besser. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Banknoten an Geldautomaten erhält. Ich meine, Geld kann man immer brauchen. Aber Explosion? Ich mach mal den Trafo. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Wir haben einen Bezirk freigeschaltet. Oh! Und der lebt noch? Okay. Ich dachte schon. Was ist das? Verbrecherkonvoi. Guck mal, was es ist. Ich leide mir mal, ne? Was? Wer war das gerade? Irgendjemand hatte doch gerade irgendwas für mich. Wir sitzen hier mit Blooms PR-Leiterin für das CTOS, Charlotte Gardner. Willkommen, Charlotte. Ich rede immer gern über das CTOS. Prima, dann beginnen wir. Erklären Sie uns doch zuerst, was CTOS ist. Ich glaube es zu verstehen, aber es klingt nach Zauberei. Die Zukunft beginnt jetzt. Kurz und bündig. CTOS ist eine bahnbrechende Technologie. Wir steigern Effizienz, Komfort und Sicherheit. Die Smart City. Exakt. Charlotte, was macht CTOS smart? Eine Stadt ist ein komplexes System aus Wartung der Infrastruktur. Wasser, Strom, Sicherheit, Abwässer und Verkehr. Im alten System arbeiteten diese Bereiche autark, abgetrennt von den anderen Dienstleistungen der Stadt. CTOS bringt alle Systeme online und verknüpft sie. Steuerzentren überwachen diese Dienste gleichzeitig. Dank CTOS ist die Wartung einfacher und preiswerter. Aha.
Und natürlich auch interessanter für Hacker. Wie uns. Was für ein Tier wirft eine Brandbombe auf ein Kinderheim? Solche Typen müssen ganz einfach verschwinden. Den Wunsch erfülle ich gerne. Definitiv. Sowas macht man nicht. Sorry, aber alle Verbrechen, die was mit Kindern zu tun haben, verstehe ich kein bisschen. Verbrechen allgemein verstehe ich nicht, aber bei Kindern, da hört bei mir wirklich der Spaß zu 100% auf. So, ausschalten. Ich bin bereit. Die sollen ruhig kommen. What the fuck? So, machen wir hier mal ein bisschen Stau. Oh. Das kann doch nicht sein. So. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Bitte schnell, hier schießt. Hallo? Schnauze. Ich glaube, er ist weg. Ja. Hey, Waffe! Bleib. Dieses Zielen kommt wo? Hilfe! Hier ist ein Schütze! Hilfe! Wo denn die Zielperson? Wo ist die Zielperson? Ach, die ist weitergefahren. Scheiße. Merke ich erst jetzt. Ja. Das war irgendwie nix. Ich war zu verwirrt, da kam plötzlich da diese Anrufe. Die wollten die Polizei rufen, ja, aber ich muss ja auch mal... Ach, egal. Es war das erste Mal, komm, ist doch egal. Ich kann nicht alles perfekt machen. Geh mal weg. Jetzt... Raus da! Raus! Hey, das geht aber nicht! Natürlich geht das, siehst du doch. Das war ja so klar. Hör auf. Versuchen Sie mal, die Polizei anzurufen. Wo bin ich hier? Oh Mann, ich hab gedacht, da gibt's jetzt einen Durchgang. Wo zum Teufel bin ich denn überhaupt? Ich meine, wieso erscheine ich denn hier? So. Die Straße ist offiziell jetzt gesperrt. Den muss ich ausschalten. Ah, fuck ey. Warte mal, ich habe einen Granatwerfer. So. Ganz einfach. Nenn mich nicht Schwanzlutscher. Wichser. Die alle gleich ausflippen. So. Haben wir doch mal was Gutes wieder getan. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Kampagne. 3 Jahre sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des CTOS behauptete Bloom, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Ups. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Bloom, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart hätten. Oh ja, so bitte halt nichts. So, Kampagne, schlechter Beifahrer. Was ist das? Zum Teufel, ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Jemand dringt in ihr Spiel ein. Er hat mich gefunden. Ha. Dann finde ich ihn besser auch. Finden Sie 2X the Tap. Was ist jetzt... Was ist los? Ich kapiere es gerade nicht. Ups. Runter. 2X the Tap.
Online-Hacking, gehackt werden. Ein rivalisierender Fixer, den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptieren, will Informationen von Ihnen stehlen. Finden Sie einen Fixer, der Sie hackt. Er könnte über Ihnen, unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Ach du Scheiße. Scheiße, er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Oh Gott. Ich muss jetzt den Typen finden, der das macht. Da. Da bist du ja. Du gehörst mir. Ich hoffe, sie finden, wonach immer sie suchen. Jawohl. Ein Fixer weniger. Wie viele von Ihnen? Hier schießt jemand in der Gegend rum. Schicken Sie die Polizei und zwar schnell. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Wieso stirbt er gleich? Mann. Bekanntheitsgrad. Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Ich glaube, das interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Was zum Henker? Das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre. Kommunizieren die über das Raster. Die App Online-Aufträge oder das Raster zeigt die Online-Aktivitäten von Fixern in Chicago. Ach so, das ist ein Online-Modus. Jetzt verstehe ich das. Die Invasionsmission Hacking und Beschattung, Rennen und Entschlüsselungsaufträge, freies Spielen. CTOS-Mobilaufträge. Starten Sie die App über Ihr Smartphone oder die Verknüpfung auf der Weltkarte. Öffnen Sie Ihr Smartphone und wählen Sie die App Online-Aufträge. Da. Ah. Online-Beschattung. Online-Hacking wählen und ein Ziel anfordern. Online-Hacking. Jetzt gucken wir doch mal. Freies Spiel. Online-Hacking wählen und ein Ziel anfordern. Online-Beschattung, Online-Entschlüsselung, Online-Hacking 1 gegen 1. Auf den Straßen von Chicago hat sich ein rivalisierter Fixer Informationen beschafft, die sie brauchen. Ziel, das Handy des Fixers hacken, eine Backdoor installieren, die Daten stehlen und dann fliehen, bevor sie entdeckt werden. Tun Sie dem Fixer nichts, die Daten sind wertlos, wenn ihm etwas zustößt. Muss ich das jetzt machen? Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Jetzt muss ich einen... Ach du Scheiße, jetzt werden wir gleich online gegen irgendjemanden kämpfen. Wenn Sie nach einem Fixer zum Hacken suchen, werden Ihnen einige Details angezeigt. Möglichen Gewinne und Verluste für Ihre Bekanntheit. Die Online-Hacking-Abwehr akzeptieren? Ja, komm. Ist doch egal. Was muss ich machen? Das Handy des Fixers hacken. Okay. Machen wir doch einfach mal ein bisschen online. Eines unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. Subhead hacken, aber nicht töten. Wir sehen, wo er ist, aber er sieht wahrscheinlich nicht, wo wir sind. Das heißt, wir müssen uns jetzt versuchen, ihn einzuhacken, aber auch unentdeckt bleiben. Ach komm, pass auf. Ja, mach ich. Der geht irgendwo nach oben. Der denkt, wir sind vielleicht oben. Dann tun wir dann doch mal den Gegengefallen und bleiben unten. Wo ist der hin? Soll ich sehen? Na, komm, ich konnte ihn doch gerade hacken. So. So, jetzt wird die Backdoor installiert.
Das zieht er auf keinem Profil von ihnen anlegen. Der muss uns jetzt finden. Problem ist, ich sehe ihn jetzt auch nicht, ne? Scheiße. Ich gehe da mal ganz nach oben. Dann haben wir immer noch Zeit, falls er uns doch sieht. Da hinten ist er. Der ist da hinten. Unser Backdoor wird installiert. Scheiße, der sucht uns mit, glaube ich, mit einer Kamera, kann das sein? Da, er läuft. Wo läuft er hin? Mist. Der hat Jamcoms benutzt. Was auch immer das ist. So ein Arsch. Oh fuck, ich glaube, ich weiß. Oh scheiße, der weiß, wo wir sind.